Und weiter. Und weiter geht's. Ja, muss putzen an der Tankstelle, da mal kurz gleich. Ja. Jetzt kein Gas mehr geben, oder? Bitte? Ich sag jetzt kein Gas mehr geben, oder? Nein, nein. 60 Gang 30. Letzten Tropfen wir Sprit. Wie wird man seine Freunde los? Ach, Auto, ach. Ach. Oh, aufpassen in der Brücke. Schlachtlöcher. Ja, die Schlachtloch. Ja. An der Brücke gleich. Da ist es sinnbar. Der gerade war schlimmer vom Hof. Ja. Ich hab Rollerfahrer gegrüßt, scheiße. Ja, ja. Scheiße, scheiße, ey. Ah, egal, wenigstens hat er zurückgegrüßt, oder? Ja, kacke, ey. Tag gelaufen. Ja. Ab auf der Autobahn. Ja. Scheiß auf Sprit sparen hier. Ey, wer klappt sonst, klappt nicht. Wenn ich muss Matthias Sprit holen gleich. Durchgezogene Linie hier. Guck mal, die hat auch nichts drauf. Ein Tankrucksack hinten drauf. Ja. ein Tankkörbchen. Oh, so viele Kurven. Ich sehe bei mir nur Kurven hier. Nur Kurven. Ja. Und alles 100. Und warte, alles 100. Naja. So, Zeitlupe. Eine schöne Vespa. Du hast was uns zulegen. Ja, Shopper, Vespa, weißt du was? Hau ab, ey. Matthias. Nächstes Mal Nordschleife Vespa, oder? Alle Vespa. Ja, genau. Notti mit Vespa am Knie raus. Ja. Mit der 300er Vespa. Genau, ja. Er hält in die Hand raus. Ich glaube, die gehören irgendwie zusammen, glaube ich. Die drei. Schön warmes Lüftchen. Mach mal dein Visier auf. Schön warme Luft. Flammerfeld. 600 Meter Tankstelle. Guck mal, wo ist sie denn? Da hinten ist sie. Gleich eine? Ja, 600 Meter. Auf der rechten Seite. Ich wollte schon wieder grüßen, ey.
irgendwo hier vorne rechts rein ist Tankstelle irgendwo da vorne. Da ist es. Aral, alles super. Ja, Aral sogar noch, mit Ultimate, ja. Haben die Ultimate? Glaube ich gar nicht. Zählt noch 1,36? Ne, haben die. Doch, haben die. Oh, doch. Oh, das ist eine hohe Kante hier, wa? Ist doch gemein hier. Ja. Boah. Ultimate. Scheiße, der hat hier kein. Hier, bei mir ist Ultimate. Bei mir auch. Ja, wenn du willst. Ja, willst du tankst ja eh kein. Ja, du tankst ja eh kein Ultimate. Diesel. Dann fährt ihr so lange seine Maschine. Oh, jetzt tue ich mir aber was an hier. Ja. Hast du einen Motor? So, frisch getankt geht's weiter. 12.450 Kilometer. Wow. Lächerlich. Lächerlich. Das machst du in einer halben Saison, oder? Ja. Ja, guck mal, die alte MT10 hatte 20.000 runter. Und die hat jetzt hier 25.000 runter, ne? Ja. Also 45.000 und nie Probleme mit gehabt, ne? Einmal hat der Lüfter rumgesponnen, ne? Ah, hier müssen wir links rein, Entschuldigung. Einmal hat der Lüfter rumgesponnen so ein bisschen. Muss nochmal Lüfter rein, war aber Garantiefall. Alles gut. Ansonsten läuft, läuft, läuft. Keine Probleme. Ja, das sind halt diese Japaner, wa? Ja, ja. Vorne hat immer gut stabile Motoren, ey. Ja, das wird dir so. Sicherlich, kannst du mal so ein Modell erwischen, was nicht so gut ist vielleicht, oder? Ja, ja, kannst du Pech haben. Ja, ja. Glück und Pech, oder? Brauchen nur mal irgendwo eine Schraube nicht angezogen sein oder sonst was irgendwie, oder? Irgendwas doofes, was passiert dann, oder? Ja, die GSX-R von Yannick hat ja auch Probleme. Echt? Auch wenn ohne jede Menge Rücklaufaktionen. Ja, aber er nicht. Ja, er wahrscheinlich nicht. Seine Maschine nicht, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob er das schon gemerkt hat oder nicht. Ja. Weil im ersten Gang dann rappelt die irgendwie Klappenauspuff irgendwas, ganz komisch. Okay. Das ist ein komplett neuen Krümmer. Ja, okay. Ich denke, wir haben das mal bei YouTube gesehen. Ja, aber er ist ja mega happy, ne? Mit der Maschine. Ja, ja. Mit der Maschine, wa? Ja. Dann mit dem Reifen, den er jetzt hat, oder? Natürlich geil. Hat sie. Ja, schon gut. Was sie sagen, du hast Blinker noch an. Meiner geht alleine aus. Du bist ein Großschnauze, oder? Ja, du lass aber so ein Modul gibst, oder? Machen wir viele. Ja. Viele, die so Dings haben, der von alleine ausgeht, 100 Meter, weißt du? Lassen die mit Absicht an, weißt du? Ja, es gibt aber so ein Modul, das schaltet dann den Blinker von alleine aus. Ja, richtig, ja, genau. Nach, keine Ahnung, 4-5 Sekunden oder so. Nee. Also mein Blinkerrücksteller heißt Sena. Was ist denn eigentlich mit dem Vogel? Hast du erste Hilfe geleistet? Naja, den haben wir liegen lassen. Hast du nicht beerdigt? Nee. Alter, hab ich mich erschrocken, wa? Oh, mein ganzer rechter Arm war komplett voller Vogelblut. Ja, der Kollege meinte nur, du brauchst dich nach Resten suchen, die Reste, die lagen auf der Straße da. Ja. Ja, Gott sei Dank nicht gegen Helm geknallt. Ja. So Mäuse, wenn das jetzt schon die Vorfahrt raus hier, dann muss auch schon Gas bleiben jetzt mal hier.
Oder geradeaus fahren hier? Natürlich nicht. Von da irgendwo rum, Steine auf dem Boden in der Kurve hier. Aufpassen, in der Rechtskurve, Steine. Ja. Ich denke mal, mit der Tankfüllung jetzt kommen wir jetzt nach Hause, oder? Ja, klar, ja, natürlich, klar, natürlich. Nach Hause sind es noch 120 Kilometer. Ja, na locker. Ja. So ein Navi für Wege kennt, ne? Ja, das ist aber jetzt hier, wisst ihr noch, wie wir damals mit dem Chris gefahren sind, die Strecke? Nach Gummersbach, in das Biker-Dinge da. Und in der Ecke sind wir jetzt, ne? Hier hast du nur diese kleinen, schmalen Straßen. Weil die Hauptverkehrsstraßen sind alle immer scheiße, wa? Da stehst du fast nur. Und dann führt er dich halt hier so durch, wa? Da wollte er runter. Okay, ich war zu schnell. Egal. Komm nur weiter. Ah ja, sicher. Da, ja, ja. Gut. Links, ne? Links.
Matthias lässt sich mal zurückfallen hier. Matthias mag diese Eckenstraßen nicht. Nee. Ich weiß. Und rechts hier oben? Kleines Training für euch, ausreichen, Tanzapfen ausreichen. Aber das ist gut. Stein in der Kurve hier vorne, in der Rechtskurve, müsst ihr bitte schön links bleiben. Radfahrer zwei Stück. Aufpassen hier rechts vor links. Auto von vorne gleich. Ja. Radfahrer von vorne. Und dann rechts hoch hier. Beide Seiten frei, 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 immer noch frei. Matthias rechts, oder? Oh, er hat gelernt, weitersagen. Ja. Nicht, dass das hinten nicht ankommt. Ja. Heute habe ich mal gesehen, was mit so einem Reifen alles möglich ist. Oder? Also, ja, klar. Bevor der anfängt wegzurutschen, wo ist der Matthias? Weg ist er. Ist der Wagen auch da reingefahren oder was? Weiß ich nicht. Da kommt er. Matthias, hörst du uns? Hörst du uns, Matthias? Ja, oder? Ja. Gut, okay. Was war los? Auto. Auto. Ist der Wagen auch noch rumgefahren, der vor dir war oder was? Ja, genau. Ach so, ja. Ach, eine Monkey, oder? Ja, Honda Monkey.
kleines Ding, ey. Vespa, wa? Ich bin auf Ring. Ja, aber jetzt so zum Rumfahren für die Gegend so, wa? So ein, ja, perfekt, ey. So ein 300er irgendwo, wa? Einmal so ein paar Eis essen, zurück, wa? Ja. Möbel in der Umgebung. Ja. Hat dich's auch, Yannick, oder? Hat er nicht? Hat er nicht einen Roller, Yannick, oder so irgendwie? Nee, der Papa hat einen Roller. Ja. Und noch eine Vorstrom. So, Polizei hier, Matthias, sechste Gang rein. Ja. Erstmal richtig riffen lassen. Mach mal hier. Wow. Gut, okay. Ja. Also ist immer ärgerlich, wenn du hier einen vor dir hast, hier oben halt hier. Also, weil die Strecke ist so schön, die Strecke eigentlich. Der Belag ist auch gut jetzt hier oben. Ja, da haben sie alles neu gemacht, ne? Ja, ja. Ab hier. Haben sie alles neu gemacht hier. Also hier wäre so quasi die letzte Chance zu überholen, bevor es dann gleich schön wird, ne? Ja. Gerade rechts runter. Ja. Meinst du so, oder? Ja. Ach, hier kann man auch noch mal holen. Ach ja, ja, ja. Hier war noch schön 50. Jetzt, wenn Autos da sind, winkst du mich durch, Aufpassen, nicht, dass wir einen Blitzer versteckt haben, weil? Ja, ja, ach, ich fahre ja immer noch 50, 60. Ja, ja. Mehr mache ich ja gar nicht mehr. Bringt ja nichts. Ja. Was soll das? Oh. Oh. Du hast noch ein Stöhnen von denen, oder? Ja, guck mal, 17.30 Uhr, Leute. Wir haben ganz schön was rausgeholt, wa? Ja. Ja, 17.30 Uhr, ja. Ja, ist doch geil. Super. Ja. Perfekt. Hat der hier vorne rechts Urlaub? Ja? Oh, ich würde schon gerne. Ich würde schon gerne ins kalte Wasser mal springen, durchschwimmen. Ja, ja.
Meinst du, was noch viele machen? Hier riecht es schon, wa? Überall, wa? Die ganzen Camper hier, wa? Ja. Hätte ich jetzt kaufen können für 1500 Euro hier, so einen Wohnwagen hier an der Sorge. So einen Wohnwagen? 1500? Ja. Ehrlich? Mit Vordach dabei hatte schon, hätte ich nur noch ausbauen müssen. Toilette auch drin, eine fest installierte. Am Kanal angeschlossen alles. Ja. Aber ich habe mir gesagt, komm, so oft bist du nicht hier, weißt du? Ja. Das Ding steht mehr rum als sonst halt, ne? Ja. Ja. Du zahlst dann im Jahr 1000 Euro Miete. Okay. Und das war's, mehr nicht, wa? Also einmal 1500 Euro für den Wagen einmalig. Und dann jedes Jahr 1000 Euro Miete, wa? Ui, lecker. So, ich sag mal, danke fürs Mitfahren. Danke für... Oh, guck mal hier, ich bin schon gerade ausgefahren. Guck mal hier, wie geht das denn? Oh. Ja, aber guck mal, da hinten ist da oben, wa? Ja. Ja, danke fürs Mitfahren, danke fürs Begleiten. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, mit dem Notti, mit der Honda, dem Matthias, mit der Duke, auch wenn er nur 2 Zylinder hat, nicht 4 Zylinder wie wir beide, ja. Gerne die Kommentare reinschreiben. Ich sag mal, bis dahin, haut rein, euer Makomak. Ciao. Ciao, ciao. Matthias auch noch ciao sagen, sonst hören die auf hier. Ciao. Gut, jetzt kann ich abgießen. Ciao. Und von mir nochmal ciao.